Und jetzt tauschen. Ich habe gesagt, ich würde eventuell mein Himmelchen verkaufen. Dann wird es ein wenig soweit sein. Nein, das ist und damit ihr sehen könnt, mit was für Leuten ich mich rumtreibe, ein überaus seriöses, konservatives, zurückhaltendes Völkchen, möchte ich einfach mal sagen, Liberi! Danke, reicht schon! Steht direkt unter einer Neonröhre heute die Kamera. Gibt ein herrlich kalkweißes Licht. Nosferatu. Ja. Also ich will nun endlich mein Hümmelchen veräußern. Mein Gäbelchen, mein schönes. Aber es kommt wieder ein weiterer Sack ins Haus und ich spiele einfach nicht mehr Hümmelchen. Ich bin mit den großen Säcken mit der Great Hammond Pipe im Marktsack zugange. Es kommt noch ein sogenannter kleiner Marktsack in absehbarer Zeit dazu. Das Hümmelchen hängt völlig unverdienterweise immer nur in der Landschaft rum. Und ja, da hilft eins nichts. Ne? Um es gleich vorweg zu sagen, das ist ein zweibordwundiges Hümmelchen von Markus Gäbel. Der muss ja einen Namen haben wie Donnerhall. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo bei einem Dudel sage, boah, erwähne, dass ich ein Hümmelchen von Markus Gäbel habe, da kommt immer nur edel. Und das Zweite, was interessiert ist, was will ich dafür haben? Ich will dafür 450 Euro haben. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Den Preis deswegen, weil ich habe damals auch 450 Euro bezahlt. Das ist für ein Gäbelhümmelchen wenig. Ich habe es damals teilgebraucht. Also es war, glaube ich, gebrauchter Bordun und gebrauchte Spielpfeife und hat einen zweiten Bordun und einen Sack dazu gemacht. Oder der Sack war gebraucht, ich weiß es nicht. Der Markus ist als Piepensack hier bei YouTube sehr aktiv in letzter Zeit. Da kann man gerne mal reinhören und dann feststellen, er kann was, der Bursche. Der spielt auch so ziemlich alles, was irgendwie Röhren hat. Ja, also ich dudel jetzt erstmal ein paar Töne vor mich hin und dann erzähle ich, wie ich das immer mache. Meine Gesichtsfarbe, ist ja krass. Ich spiele mal was schön Langsames, da kann man sehr viel besser hören, ob das krumm oder schief ist. Drehdings. Ne? Also man sieht hier einen Stöpsel baumeln und der zweite Stöpsel, der ist hier mit so einem Klickverschluss. Also man kann ihn praktisch auf Knopfdruck einfach abstellen, den Bordun. Braucht man aber eigentlich nicht wirklich, also zum Stimmen natürlich schon. Bei dem zweiten ist mir dieser Drahtklick hier irgendwann mal rausgefallen, deswegen hängt er jetzt an so einem Sattlerfaden, ne? So eine gewachsene dicke Schnur. Ja, und wozu sind die Drehdinger da?
schon, in C-Dur spiele ich irgendwie eher selten, meistens ja D-Moll. Also man kann ihn praktisch per Drehen einfach umstimmen und dann nach dem Gedudel. Aufnahmen. Also fangen wir mal das Spielpfeife an. Ja, das ist die Beleuchtung von oben. Eigentlich müsste das irgendwie. Sieht jetzt auf dem kleinen Monitor sieht das ziemlich krass aus mit der Beleuchtung. So, das ist mal schön bei so Großaufnahmen. Dann sieht jeder Kratzer, den man in seinem Leben noch nicht gesehen hat, sieht plötzlich aus, als wäre sonst was damit los. Also ihr seht, ich gebe meinen Geräten in aller Regel nicht sonderlich pfleglich um. Aber er hier hat, soweit ich das sehe, echt nicht eine Schramme abgekriegt. Wahrscheinlich, weil ich ihn so selten transportiere und auch eigentlich viel zu selten spiele, ehrlich gesagt. Aber Hümmelchen ist einfach auf Märkten und was weiß ich, wo alles ein bisschen leise. Ja, da kann man auch sehen, auch noch alle Teile dran. Hier kann man von der Seite sehen, die zwei Löcher hier. Nein, da kommen keine Stöpsel rein, sondern da kann man dann sehen, wenn man hier dran dreht, dass die Löcher praktisch verschlossen werden. Und hier oben beim Baspardun ist da noch nur einer von der Sorte. Ja, es ist halt nicht viel zu zeigen dran, ne? So, ich mache mal Folgendes, ich gehe mal so runter. So, und dann kann man vielleicht mit ein bisschen besserem Licht, naja, kann man sehen. Ach ja, die Schnur übrigens, die hier hängt, ne? Da ist nichts mit festgebunden oder so, sondern das ist nochmal diese Sattlerschnur. Falls ich den zweiten Dingens hier auch irgendwann mal verlieren sollte, den Stöpsel, damit ich für den zweiten Pinökel auch gleich die entsprechende Schnur dabei habe, mit der ich sie dann festbinden kann. So funktioniert das also normalerweise. Ne? Stöpsel raus, Stöpsel rein, Stöpsel raus, Stöpsel rein, bis man irgendwie Blasen an den Finger hat. Dann ist der immer greifbar. Ja. Ich weiß nicht, was soll man noch groß sagen. Hier oben ein bisschen Gummi drüber, weil ich das Mundstück gerne ein bisschen größer habe. Das kann ich aber auch mal abmachen eigentlich. Breche ich mir jetzt wahrscheinlich die Fingernägel bei. Das ist, weil ich nie irgendwie passend Gummi gekriegt habe, ist das irgendwie so ein ausgehöhltes Stück von einem Stromkabel. Da sieht man wahrscheinlich auch noch, ja, nicht mehr so, aber man kann so andeutungsweise sehen, dass da noch die drei Adern rumlaufen. Das schmeiße ich jetzt weg. So, was wir dann haben, ist nämlich wieder ein halbwegs jungfräuliches Mundstück. Ein bisschen angefressen ist es natürlich über die Jahre schon. Ja, ich weiß gar nicht, was noch groß dazu sagen oder groß dazu zeigen soll. Der Preis steht fest, also die 450 Ocken, das ist keine Diskussionsgrundlage, sondern so viel kostet der Spaß. Und das Porto kommt auch noch dazu. So, Porto sind 96, also für ein Paket. Kein Päckchen, das geht echt als Paket raus. Ja, mehr fällt mir. Ach ja, Reserve-Rohrblatt ist auch noch dabei. Habe ich unten irgendwo in einer Streichholzschachtel drin. Und ansonsten ist hier echt nichts. Ich habe nicht mal Kratzer, auf die ich irgendwie hinweisen könnte. Ach richtig, für die gerne transportieren. Hier hat er mir damals noch zusätzlich ein Zwischenstück reingesetzt. Das heißt, euer Luftfilter ist übrigens auch noch drin bei der Gelegenheit. Ich kann also die Spielpfeife rausnehmen und transportieren. Und das ist praktisch wie eine Windkapsel hier. Also da drin ist jetzt die ganze Geschichte mit Blatt. Könnte ich jetzt rausziehen, mache ich aber nicht. Warum eigentlich nicht? Weil es doch eh schon verdreht jetzt. So, da ist das Spielblatt. Da ist jetzt praktisch die Windkapsel. Und jetzt kann ich das Ganze nämlich transportieren, ohne Angst, um das Blatt haben zu müssen. Dann kann man das hier einfach wieder reinstopfen. Und dasselbe haben wir nämlich hier auch nochmal. Auch hier ein bisschen Luftfilter und zwei Bordune kann man so am Stück, ich habe jetzt hier in der Schnur hängen, kann man also so einfach abnehmen zum Transport und bei Bedarf wieder reinstecken, wie rum es einfach immer am besten passiert. Beim Reinstecken sollte man natürlich vorher die Spielpfeife hier durchstecken. Vielleicht sollte ich mir einen passenden Akzent zulegen, die Spielpfeife hier hineinstecken. Thank you.
Das Ganze funktioniert durch den Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wer zuerst sagt, ich nehme das Ding, der hat gewonnen. Sowas dauert aus Erfahrung bei meinen bisherigen Auktionen, wollte ich gerade sagen. Verkäufen über YouTube dauert sowas immer irgendwie 2-3 Stunden. Ich glaube, der längste Dudelsack, den ich über YouTube verkauft habe, der hat irgendwie 2 Tage ausgehalten oder 1,5 Tage, dann war er auch weg. Also man muss sich schnell entscheiden. Ist an sich fies, ne? Bei eBay hat man immer so bis Auktionsende Zeit, das sacken zu lassen. Und so bei einer, ich verkaufe an den Ersten, der kommt, da muss man sich schnell entscheiden. Das ist richtig gemein, deswegen mag ich das so. Ja, wie gesagt, wer zuerst laut hier schreit und Bankverbindung bzw. genaue Adresse und so weiter am YouTuber, ja, der hat gewonnen. Das war's, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Wenn ihr Fragen habt, fragt.